Liebe Teilnehmer und Teilnehmerinnen, herzlich willkommen beim Webinar in der Aktion zur Verkauf Salztumore. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Jens Meyer. Ich bin Chefarzt der Hanoklinik in St. Georg, Facharzt für Hanoralkunde, spezieller Kopf- und Halschirurgie und auch plastisch-rekonstruktiver Chirurg. Sie merken schon, ich habe einen Schwerpunkt im Bereich der Onkologie inklusive der medikamentösen Tumortherapie und ich freue mich, Sie heute begrüßen zu können und durchs Programm zu führen. Wir haben einmal einen zweigeteilten Vortrag. Wir machen den Vortrag im Rahmen der Head and Neck Awareness Woche sozusagen, die sogenannte Make Sense Campaign. Und da geht es im Wesentlichen darum, natürlich Bewusstsein dafür zu schaffen, denn die Anzahl an Kopf-Hals-Tumoren nimmt stetig zu. Und das Zweite ist natürlich durch Aufklärung und Früherkennung die Heilungschancen zu verbessern, damit Sie rechtzeitig sich an einen behandelnden Arzt wenden können. Der Vortrag ist zweigeteilt. Ich fange an mit den Ursachen und der Therapie und der Kollege Koch wird dann in einem Nachgang die Nachsorge und die Rehabilitation mit Ihnen besprechen. Warum machen wir das? Die Kopf-Hals-Tumore sind ungefähr 5% aller bösartigen Erkrankungen weltweit, machen sie aus. Und wenn man sich das anguckt, sind das ungefähr 633.000 Menschen, die weltweit daran jedes Jahr neu erkranken. Vor allem sind es Männer, die sind 2 bis 3-mal häufig wie Frauen, wobei hier die Tendenz dahin geht, dass Frauen immer mehr auch Kopf-Hals-Tumore erkranken, also zunehmend, während die Männer eher rückläufig sind, aber nach wie vor überwiegen die Männer. Und 90% unserer Tumore, die wir hier behandeln, sind sogenannte Plattenepithelkarzinome. Das heißt, sind Krebsarten, also bösartige Krebs der Oberflächen des menschlichen Körpers, meistens der Schleimhäute in unserem Bereich oder auch der Haut im Kopf-Hals-Bereich. Es gibt dabei unterschiedliche Entstehungsorte, die wir unterscheiden. Es gibt nicht den klassischen Kopf-Hals-Tumor, sondern es gibt welche der Mundhöhle, des Rachens, des Kehlkopfes zum Beispiel, der Nase, der Nasennebenhöhlen, der Schilddrüse, sodass hier unterschiedliche Bereiche sind, die betroffen sind im Bereich des Kopfhalses. Und wenn man sich das anguckt, auf der rechten Seite, das sind Werte aus 2017, 2018, in allen Tumorerkrankungen ist das zunehmend und wie ich das auch sagte, das Verhältnis Mann zu Frau nimmt stetig zu, zugunsten der Frau sozusagen. Und wir haben ungefähr 10.000 Männer, die an Mundhöhlen- und Rachenkrebs jedes Jahr erkranken, ungefähr 4.500 Frauen, Speiseröhrenkrebs mit 5.700 Patienten im männlichen Bereich und 1.800 im weiblichen Bereich. Bei der Schilddrüse ist es umgekehrt, da bewegen die Frauen, die haben 4.270 Erkrankungen der Schilddrüse und 1.930 bei den Männern. Kehlkopfkrebs ist es wieder andersherum, der klassische Kopfhalskrebs, der am häufigsten auch mit vorkommt, mit 2.770 Fällen und 540 bei den Frauen, bei den Nasennebenhöhlen, Mittelohren und Nasenhaupthöhlentumoren, das sind eher kleinere Zahlen, haben wir 660 bei den Männern und 460 bei den Frauen. Wie gesagt, die Tendenz ist so zunehmend. Wenn man diese Patienten sich anguckt, jetzt alle in einen Topf tut und einmal unterscheidet nach den Stadien, mit denen sich die Patienten vorstellen, dann haben wir ein lokal umschriebenes Stadion in 20 bis 25% der Fälle. Diese Patienten sind in der Regel durch eine Monotherapie, meistens Operation, aber auch möglicherweise Bestrahlung heilbar. Dann haben wir die lokal fortgeschrittenen Tumoren, die haben meistens eine Absiedlung im Bereich des Halses oder ein großes Tumorstadium. Komme ich gleich nochmal darauf zurück zu sprechen, dass ungefähr 70 bis 75% der Patienten und nochmal zwischen 10 und 15 Patienten, die metastasiert sind, das heißt also regionale Metastasen oder Fernmetastasen sogar haben. Das sind natürlich die Patienten, die grundsätzlich gesehen erst einmal eine schlechtere Startposition haben, aber auch durchaus geheilt werden können. Wenn wir uns Ursachen und Risikofaktoren angucken, dann ist die beiden Hauptrisikofaktoren, mit denen wir uns seit vielen Jahren immer beschäftigen müssen, ist das Rauchen. Rauchen ist der Nummer eins Risikofaktor. Und das ist vor allen Dingen Krebs im Bereich der Mundhöhle, des Rachens, aber natürlich auch des Kehlkopfes, weil dadurch wird und inhaliert durch den Mund. Es wird im Speichel gelöst, mit dem Speichel wird es den Atemwegstrakt, den Speiseweg runtergeschluckt und auch entsprechend verteilt bis zum Esophagus und Magen hin und so weiter. Und hier ist es ganz klar, je mehr Zigaretten man raucht, umso häufiger erkrankt man an Krebs, so kann man erkranken an Krebs, umso häufiger kommt es zu genetischen Schäden, die letztendlich Krebs ausrufen als ein Nichtraucher. Aber die positive Nachricht dabei ist auch, quittiert man das Rauchen und nach 10 Jahren ungefähr hat man das gleiche Risiko für einen Nichtraucher dann wieder an Kopf-Hals-Krebs erkranken, wenn man den ersten Krebs überlebt hat.
Beim Alkohol ist das so, das verstärkt die Wirkung des Rauchens zusätzlich. Per se gesehen auch wird das kanzerogen, das heißt, man kann Krebs dadurch bekommen. Und der letzte Bereich, der im Moment zunehmend ist, und gerade in Hamburg sind wir haben da gerade eine Studie zugemacht im Robert-Koch-Institut, das ja heutzutage in aller Munde ist, haben wir untersucht, wie es mit dem Mund-Rachenkrebs ist, weil das die Nummer 1 Bereich ist, sind die viralen Erkrankungen. Und dazu zählt vor allen Dingen das Epstein-Barr-Virus im Bereich des Nasenrachens, etwas selteneres in Europa. In Asien ist das endemisch, also kommt sehr häufig vor. Und das sogenannte humane Papillomavirus, das gibt es bei uns auch ganz häufig, oder sehr häufig, muss man sagen. Und das ist bekannt bei den Frauen meistens schon im Bereich des Gebärmutterhalskrebses. Da führt es über 90% der Gebärmutterhalskrebse werden durch das humane Papillomavirus, also Infektion nach humanem Papillomavirus, ausgelöst. Wenn es ein onkogenes Virus ist, das heißt, das Krebs auslösen kann. Aber auch in zunehmendem Maße im Kopf-Hals-Bereich. Und da ist es vor allen Dingen der Mund-Rachen-Bereich, der da eine Rolle spielt. Die Verbindung ist klar, es geht hier um letztendlich eine sexuell übertragene Erkrankung, die dort auch im Kopf-Hals-Bereich eingebracht wird, die über eine Latenz von 10 bis 15 Jahren dann zum Krebs führt. Auch da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Grundsätzlich muss man sagen, ich hatte ja schon eingangs gesagt, es ist so bei der Krebsentstehung, dass genetische Schäden entstehen durch diese drei Noxen, aber auch durch andere mögliche Noxen, wie zum Beispiel chronische Entzündung, die letztendlich zu bösartigen Tumoren führen. Das sind in der Regel Vorstufen, wie zum Beispiel Verhornung der Schleimhaut, nennt man Leukoplakien, wenn sie weiß sind. Wenn sie rot sind, sind sie Erythroplakien zum Beispiel. Und die oder auch Karzinoma in situ, also wo man innerhalb der Schleimhaut nur einen oberflächlichen Bereich einen Krebs hat. Das sind die klassischen Stufen, die es da gibt, bis hin zum vollentwickelten invasiven Karzinomkrebs. Das humane Papillomavirus ist auf jeden Fall wert, nochmal darüber zu reden, aus folgenden Gründen. Wir haben in Hamburg dort, hatte ich eben gerade eingangs schon gesagt, die höchste Inzidenz für Mund-Rachenkrebs in ganz Deutschland, sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Das haben wir bei unseren Untersuchungen festgestellt. Und darüber hinaus, zumindest den Patienten gut, was wir übersehen können, mit den 150 Tumoren der letzten 5 Jahre, die wir in dem Bereich behandelt haben, haben wir eine 80-prozentige Positivität von das humane Papillomavirus. Man sagt in Deutschland ungefähr um die 40%, und man sieht schon, dass wir eine doppelte Menge haben und sind damit vergleichbar mit Schweden, der die weltweit mit den Amerikanern zusammen die höchste Inzidenz für die humanen Papillomavirus-induzierten Karzinome haben, die auch um die 80-90% herum liegen, sind wir also hier führend. Nicht zuletzt deshalb, weil wir auch eine entsprechende Nähe zu den skandinavischen Ländern wahrscheinlich auch haben. Wenn man sich das anguckt, das humane Papillomavirus ist ja nur einmal, wie ich das eben schon sagte, für den Kopf-Halskrebs zuständig. Hier sagt man weltweit, das ist in der Publikation aus Nature, sehen wir hier so bei 15.000 Patienten, die betroffen sind jedes Jahr, aber auch für den Peniskrebs zum Beispiel, den Vulva- oder den Vaginalkrebs, den Scheidenkrebs, den analen Krebs, den Gebärmutterhalskrebs, das sind die meisten Patienten mit 23.000 und viel häufiger noch die genitalen Warzen, die auftreten können in eben gut 610 Fälle weltweit. Und da sind meistens die typischen HPV-Typen 6, 11, 16, 18 vorhanden. Das von den 16, 18 sind die onkogenen Typen, 6 und 11 auch. Und es gibt aber noch weitere ungefähr 150, die oder 60, die letztendlich keinen Krebs auslösen, aber auch Warzen machen können oder deren Natur noch gar nicht bekannt ist. Hierauf sollte man achten. Und es ist so, dass wenn man sich das anguckt, weil es eine zunehmende Entität ist und die wächst momentan am häufigsten oder am schnellsten von allen Kopf-Hals-Tumorerkrankungen, ist es fast immer so, dass sogenannte Früheiweiße von dem Virus produziert werden. Die heißen E6 als abgekürzte Version davon. Man produziert immer eine starke Antikörperantwort dagegen. Das ist also schon mal wichtig. Man kann im Blut also schon messen von den Patienten, ob sie eine Infektion damit hatten. Und wenn man das kann, ist das schon mehr als 10 Jahre vor der eigentlichen Krebserkrankung nachweisbar. Und es ist leider auch ein guter Indikator dafür, dass wahrscheinlich Krebs bei diesen Patienten im Verlauf von 10 bis 15 Jahren entsteht. Also hier kann man sozusagen prophylaktisch wirksam sein. Und das sind Daten aus der sogenannten Riboli-Studie, wo man europaweit eben Patienten vor letztendlich Krebserkrankungen oder Entstehung von Erkrankungen über mehrere Jahrzehnte begleitet hat und geguckt hat, was sind die Risikofaktoren für diese Erkrankungen.
Hier sind vor allen Dingen natürlich auch wichtig unerkannte HPV-spezifische Schleimhauterkrankungen, die man nicht sieht. Papillome sehen wir ja in zunehmendem Maße häufig und nehmen die bei den Patienten raus. Wir lassen sie immer dann bei so einem Pathologen charakterisieren und gucken, ob onkogene Viren drin sind. Wenn ja, müssen die Patienten jährlich zu einer Vorsorgeuntersuchung kommen, zu uns. Interessanterweise ist das so, dass eine starke Immunantwort gegen das humane Papillomavirus nicht schützt und gegen die Entstehung von Mund-Rachenkrebs. Das hatte man ja eines Jahr gesagt. Das heißt, da gibt es leider keine Verbindung. Und wenn man diese Frühproteine oder Eiweiße im Blut hat, hat man aber auch auf der anderen Seite, auch wenn es ein Hinweis darauf ist, dass das entstehen könnte, eine bessere Überlebenswahrscheinlichkeit, zumindest bei Mund-Rachenkrebs. Damit ist das ein hilfreicher Marker, diese Eiweißfrühproteine im Blut, für die Identifikation von diesen Karzinomen oder Tumoren und wird wahrscheinlich in Zukunft auch dazu häufiger Maße immer mehr und mehr verwendet werden. Nebenbei bemerkt ist noch wichtig, dass Mundhöhlen- und Kehlkopfkrebs zwar auch humane Papillomaviren in sich tragen können und auch dadurch ausgelöst sein können, aber das ist deutlich schwächer als bei den anderen Krebs, den ich gerade dargestellt habe, im Mund-Rachen-Bereich. Da gibt es nicht so viele Assoziationen, aber schon welche, die möglich sind und Verbindungen, die da sind. Symptome, das ist, denke ich, ganz wichtig und darauf sollten Sie achten. Die meisten sind leider sehr unspezifisch, muss man sagen. Dennoch ist es so, Knoten und Beulen am Hals, besonders im äußeren Teil des Halses, weil gerade bei den HPV-assoziierten Tumoren entstehen die meistens zuerst, weil die Tumore sehr klein sind. Auf die sollte man achten, wenn man das tastet am Hals selbstständig. Bei sich tasten, dann bitte entsprechenden Arzt aufsuchen und die Abklärung herbeiführen und dann schauen, was da los ist. Wenn Sie nicht heilende Stellen haben sollten im Bereich der Haut, gilt es besonders im älteren Bereich, aber auch im älteren menschlichen Bereich, sondern aber auch im Mund- und Rachenbereich, im Schleimhautbereich oder auch Veränderungen der Schleimhaut, weißliche Auflagerung, wie ich eben schon mal sagte, oder auch Mundgeruch können ein Hinweis darauf sein, dass sowas entsteht, dann würde ich das abklären lassen. Lockere Zähne, verneuerte Zahnstellung, hier passende Zahnprothesen weisen auch auf Tumore der Mundhöhle und des Kiefers hin, darauf sollte man achten. Heiserkeit ist heutzutage schon sehr gut verbreitet, muss man sagen. Wenn Menschen über 2 Wochen heiser sind, sollte das abgeklärt werden. Das gehört abgeklärt. Man sollte nicht warten, bis das dann sich von alleine gibt, sondern man soll es aktiv abklären. Wenn die Stimme schlechter wird, man ermüdet, räuspert, sagen Hustenreiz oder auch Luftnot hat oder vielleicht sogar einen Hustenreiz mit blutigem Auslauf hat, dann gehört das definitiv zeitnah und sofort abgeklärt. Für die anderen Krebsarten im Bereich des Gesichtes und natürlich Ausfall des Gesichtsfeldes, Sehnen, Doppelbilder, unterschiedliche Pupillen, verschiedene Stellungsgesichtes, eine Asymmetrie des Schädels zum Beispiel oder der Nase. Das sind alles Sachen, die darauf hinweisen, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Wenn die Nase ständig verstopft ist, Nasenbluten, Naselaufen vorliegt, Geruchsminderung, auch das gehört abgeklärt und behandelt. Gewichtsverlust, Nachtschweiß und Schwieber sind die sogenannten B-Symptome, die darauf hinweisen, dass es eben schon in dem menschlichen Körper zu einer Verteilung des Tumors kommt. Ist besonders zu beachten und andauernde Halsschmerzen, zum Beispiel mit Drücken und Stechen und Auswurf von Blut und Schleim, auch das sollte man entsprechend abklären lassen. Leider kommen Patienten oftmals spät und deswegen machen wir diese Veranstaltung, um sie dafür eben alert zu machen, dass sie das mitnehmen und sich selber eben nachvollziehen können. Wie funktioniert die Diagnose des Patienten? Ein Tumor wird zunächst natürlich einmal die Anamnese, die wir gerade schon mal einmal ausführlich besprochen haben, gestellt. Verdächtige Bereiche des Körpers werden untersucht. In der klassischen klinischen Untersuchung mit endoskopischen Untersuchungen. Es wird eine Gewebeprobe entnommen, die zum Pathologen geschickt wird. Der untersucht die in einem Mikroskop und entscheidet dann in einem pathologischen Report, ob da Krebszellen drin sind und wenn ja, welche drin sind und wenn die drin sind, wie die aussehen und ob sie von dort kommen oder ob sie dahin gelangt sind im Sinne einer Absiedlung. Die Größe wird ermittelt durch Ultraschall, besonders im äußeren Hals. CT und MRT und PET-CT sind Schichtbildgebungen, die dann gucken, ob eine Verteilung in den Gewebenden des Halses, aber auch des Brust- und Bauchraums oder auch in anderen Organen vorliegt, um zu schauen, ob es dort eine Absiedlung gibt. Und alle Untersuchungen sind immer notwendig, um dann zu entscheiden, was ist das für ein Tumor, wie groß ist er abgesiedelt und wo liegt er und wie kann man ihn behandeln. Die gesamten Tumore werden einheitlich weltweit nach einer Tumorklassifikation klassifiziert, die TNM steht. T für Tumor, Primärtumor, N für den Befall der lokalen Lymphknoten, in unserem Fall im Hals, und M für die Fernmetastasen, meistens bei uns im Brustkorb und im Bereich der Leber. Danach klassifiziert man dann, der Tumor hat 4 Größen, 1 bis 4. 4 ist das größte, manchmal noch nach A und B unterschieden. Klar, vom 1- und 4er-Stadium wird die Prognose schlechter. Und wenn man einen negativen Lymphknotenbefall hat, ist das grundsätzlich besser als einen positiven Lymphknotenbefall. Das sollte man also schon sagen. Und auch eine Fernmetastase
ist sicherlich für die Prognose erstmal mal per se schlechter. Aber auch da gibt es sogar Heilungschancen, wenn man einen fermetastasierten Tumor hat, mit den heutigen Möglichkeiten, die wir haben. Darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Wichtig ist für mich, deswegen habe ich das mitgebracht, für Sie auch nochmal als Patient, wenn Ihnen der betroffen ist, ist es so natürlich am Anfang, ist es immer so, das ist ein Diagramm nach Kübler am Ross, dass man hier zunächst einen Schock hat. Klar, das kann doch nicht wahr sein, man will es nicht wahrhaben, das ist ja auch logisch. Dann kommt eine Verneinung oder Ablehnung in der Regel und man sagt, nee, das stimmt einfach nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Und dann am Ende ist es so, wenn man sich mit den Gedanken mehrfach befasst hat, ist es furchtbar, man muss es akzeptieren und muss was dagegen tun. Ja, und dann kommt die emotionale Akzeptanz, wie gesagt, es stimmt doch eigentlich und wir können es ja mal versuchen oder wir machen was und so könnte es gehen. Das ist die Erkenntnisphase, die schließlich dann zur Integrations- und Konsolidierungsphase übergeht. Das ist schon selbstverständlich, beziehungsweise wir kriegen das an und regeln das. Das ist wichtig und das gehört dazu, dass man in ein Loch fällt und am Ende wieder sich aufrappelt, ist auch wichtig, damit man entsprechend sich dagegen wehren kann. Und wenn man das tut und diesen Prozess durchlaufen hat, dann ist auch die Behandlung deutlich einfacher und besser. Grundsätzlich werden Kopfhalstumore, wie auch jeder andere Tumor heutzutage, über Tumorkonferenzen beschlossen. Denn Tumorkonferenzen, das ist eine interdisziplinäre Tumorkonferenz, sitzen verschiedene Fachdisziplinen drin, die wesentlich beteiligt sind. Die Strahlentherapie, die chirurgische Fachdisziplin, die HNO, dann die Onkologie, Hämatologie für die allgemeine onkologische Behandlung, die innere Medizin, die Radiologie, um die Bildgebung zu demonstrieren, die Palliativmedizin, falls es sich um einen fortgeschrittenen, nicht behandelbaren Tumor handelt, neurochirurgische Beteiligung, wenn dort interkranielle, also in das Hirn ausgewachsene Tumore sind und die Pathologie, die da eine Rolle spielt bei, die sind alle dort in Personam vorhanden. Und wir haben hier eine Besonderheit unserer Tumorkonferenz, deswegen machen wir das ja auch mit den Kollegen aus ASK von Altona zusammen. Wir haben eine überregionale Tumorkonferenz, das heißt, bei uns kriegen Sie in beiden Standorten jeweils doppelt die entsprechende Fachdisziplin vorgehalten und dann haben wir auch noch demzufolge automatisch eine Zweitmeinung, die da inkludiert ist. Bei den Tumorkonferenzen selber sind die Patienten in der Regel nicht behandelt, weil wir einmal pro Woche nur treffen und viele Fälle besprechen müssen. Aber die Behandlungsmöglichkeiten werden dann anschließend von den entsprechenden Fachdisziplinen, meistens der chirurgischen Fachdisziplinen, mit den Patienten besprochen. Und dann als Zweitmeinungsverfahren, zum Beispiel in der Strahlentherapie oder der Onkologie, werden die Patienten vorgestellt und beraten. Grundsätzlich hat man drei Therapieoptionen. In Europa oder Deutschland am häufigsten immer noch die Operation im Kopfhalsbereich, dann die Strahlentherapie und letztendlich eine medikamentöse Therapie, die durchgeführt wird. Ich möchte hier nur ganz kurz die Therapieform anreißen, will hier gar nicht ins Detail gehen, weil jeder Patient ist individuell und jeder Patient eine Erkrankung muss individuell behandelt und diskutiert und mit dem Patienten in Abstimmung an sein Leben und auch an seine Wünsche und seine Notwendigkeiten abgestimmt werden. Aber noch ein paar Sachen möchte ich erwähnen. Ich hatte vorhin schon einmal gesagt, dass wir um 20-25% im frühen Stadium finden die Patienten hier in der Regel ist Operation oder alleinige Strahlentherapie, diese beiden Modalitäten, das, was wir am häufigsten und meistens monomodal, also eine einzige Therapieeinheit wird durchgeführt, machen. Dann kommen die Patienten, die lokal fortgeschritten sind. Da ist es in der Regel so Operation und Strahlentherapie, gegebenenfalls mit oder ohne Zusatzmedikamenten, wird durchgeführt. Das Gleiche gilt dann für den Bereich der rezidivierten metastasierten Behandlung, da wird dann schon mehr von der Strahlentherapie und Operation zur medikamentösen Therapie geschiftet und letztendlich bei den Behandlungsresistenten, wo es keine Option zur Heilung gibt, wird eine Palliation eingeleitet. Das heißt, der Patient wird symptomatisch schmerzbehandelt und aber natürlich Atem- und Speisewege werden entsprechend behandelt, sodass der Patient nicht verhungern und nicht ersticken kann. Das ist ganz wichtig. Wie Sie sehen, ist die Operation im gesamten Bereich von allen Tumoren möglich. Hier muss man aber immer das genau abwägen, da komme ich auch gleich nochmal dazu. Alle Behandlungsmodalitäten, die ich vorgestellt werde oder habe, sind natürlich mit Nebenwirkungen auch verbunden. Es gibt immer auch signifikante Nebenwirkungen, zum Beispiel Schleimhautentzündung, Schluckbehinderung, Hautentzündung, mit verschiedenen Kombinationsbehandlungen möglich. Einschränkungen der Lebensqualität sind wichtig für den Patienten, die man diskutieren muss. Und schließlich auch die Behandlungscompliance, das heißt, dass der Patient die Behandlung durchsteht und überhaupt schafft. Das muss man immer besprechen vorher. Was hat die Operation für eine Rolle? Grundsätzlich ist es so, ich hatte es initial schon gesagt, resektable Tumoren werden in Europa in der Regel operativ behandelt. Das heißt, sie werden entfernt im Gesunden. Das ist das Hauptziel, man muss es im Gesunden entfernen.
Und dabei bekommt eine Sache eine besondere Sache, einen besonderen Inhalt. Wenn sich der Tumor an einer Stelle befindet, die funktionell wichtig ist für Sie zum Schlucken, zum Sprechen oder auch aus anderen Gründen halt eine Hauptschlagader in der Nähe liegt, die wichtig ist für die Durchblutung des Hirns, dann ist das natürlich eine relevante Problematik, die man diskutieren muss. Und hieran macht sich fest der eigentliche Funktionserhalt und der sollte eben Standard sein, wenn man eine monomodale Therapie, eine Operation in dem Fall durchführt. Und das ist aber sogar Konsens, dass wir nur funktionell operable Patienten in aller Regel operieren. Und zumindest im ersten Bereich des Kontaktes, in der Erstdiagnose, ist das so, macht man das, dass dann eben der Funktionserhalt der Goldstandard darstellt. Und es gibt eben manche Sachen, wo Operationen eben, wo kritische Stellen bestehen und Operationen nicht sinnvoll ist. Und dann muss man eben alternativ zum Beispiel über eine Strahlentherapie nachdenken, mit oder ohne Zusatz einer Chemotherapie und ist damit auch eine Alternative zum Funktionserhalt. Das ist ganz klar zu sagen. Wenn ein hohes Risiko für einen Rückfall besteht oder eine Metastasierung vorliegt, eine ausgedehnte Metastasierung, dann ist nach einer Operation eine Strahlentherapie notwendig oder eine Strahlentherapie mit Chemotherapie. Das ist auch der Standard. Und in der Kombination sind beide Therapien über alle Karzinome gesehen in der Regel auch am erfolgreichsten als die Monotherapien für sich genommen. Natürlich aber auch nicht mit gleich oder wenig Nebenwirkung verbunden. Das hat eine Studie gezeigt von Kiang am Anderson Cancer Center in Houston, Texas. Die Strahlentherapie ist einer der wichtigsten Partner bei der Behandlung von Kopfhalstumoren für den HNO-Arzt, den ich darstelle. Es gibt hier unterschiedliche Strahlenschemata, die habe ich hier mal aufgeführt. Ich bin kein Strahlentherapeut, möchte aber nur ganz kurz antatschen. Es gibt also verschiedene Sachen. Man kann klassisch konventionell fraktionieren, das heißt jeden Tag die gleiche Dosis. Über in dem Fall 7 Wochen, wie man hier sieht, meistens 2,5 Gray pro Tag. Man kann das hyperfraktioniert machen, dann kann man in einer kürzeren Zeit mehr Dosis applizieren und man kann das dann akzeleriert geteilt fraktioniert machen, dann kann man weniger Dosis machen und mehr Dosen pro Tag geben und das auch in einer kürzeren Zeit dann machen und das Ganze kann man einen Boost auf den Primärtumor oder Metastase im Hals verbinden. Sie sehen, der Unterschied zwischen den ganzen Therapien in der Wesentlichen ist die Dosis, die Gesamtdosis, natürlich auch die Anzahl der Fraktionen, die Behandlungsdauer, aber die Dosis ist das Relevante und man kann sagen, grundsätzlich, je höher die Dosis, umso wahrscheinlicher ist es, dass man den Krebs auch wegbekommt. Allerdings muss man sagen, je höher die Dosis, steigt nachher exponentiell auch die Nebenwirkungsrate. Das heißt, diese Patienten haben kurz- und langfristige Nebenwirkungen, die man sein Leben möglicherweise mit sich herumträgt weiterhin. Es gibt in der Regel mehrere Therapieformen. Der Standard heute ist die IMRT, die intensitätsmodulierte Radiotherapie, die durchgeführt wird an den meisten strahlentherapeutischen Instituten. Es gibt aber auch andere Protonen- oder Brachytherapie, wo wir heute aber nicht drüber reden wollen. Grundsätzlich gilt Strahlentherapie als Alternative zur Chirurgie, das habe ich eingangs schon gesagt. Die Strahlentherapie wird nicht nur als Alternative zur Chirurgie gesehen, sondern bei fortgeschrittenen funktionellen inoperablen Tumoren auch als Ersttherapie gesehen. Mit oder ohne Zusatz von Chemo- oder Immuntherapie komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Damit ist heute bei vergleichbar gute Ergebnisse mit der Strahlentherapie verglichen zur Chirurgie als monomodale Therapie sind es zu finden mit relativ wenigen oder geringen Nebenwirkungen, sodass das in aller Regel äquivalent ist, wobei man aber auch wiederum sagen muss, eine Strahlentherapie in einem Bereich durchgeführt, bedeutet eigentlich eine lebenslange Nebenwirkungsrate und man kann an der gleichen Stelle nicht unbedingt die gleiche Dosis wieder einstrahlen, zwar weniger nach einer gewissen Zeit, in aller Regel ein Jahr. Wenn man darunter ist, wird man es nicht wieder machen, weil man weiß, dass es da nicht hilft. Insofern gibt es da auch Limitationen, also Begrenzungen dafür. Die medikamentöse Therapie ist mit der Chemotherapie schon sehr alt, muss man sagen. Hier ist der Goldstandard in aktuellen Studien gerade wieder mal nachgewiesen, das sogenannte Cisplatin, also die Platin-Derivate. Und wenn man das Cisplatin nicht so gut verträgt, das Carboplatin, das etwas besser verträglich ist. Als Alternative vor allen Dingen im Bereich der sogenannten neoadjuvanten Therapie, im Bereich der palliativen Therapie sind die Taxane zu nennen und 5-FU. Man kann das miteinander alles kombinieren und kann das Ganze auch noch mit der Antikörpertherapie kombinieren in bestimmten Situationen, besonders wenn man eine hohe Tumorlast hat und möchte ein schnelles Ansprechen haben, dann ist eine Chemotherapie sinnvoll, weil die schnell wirksam ist, allerdings nicht langzeitwirksam in aller Regel, man sagt zwischen 4 und 6 Monate halt. Und bei der zielgerichteten Therapie kommen wir dann schon um die 10 Monate herum bis zu
bei der Checkpoint-Inhibitoren bis zu 15 bis 18 Monate sogar im Mittel. Bei den zielgerichteten Therapien geht es darum, dass man letztendlich molekularbiologisch guckt, was für Marker im Tumor drin sind und dann eben bestimmte Targets, also bestimmte Ziele angeht. Beim Cetuximab ist es der sogenannte epithiale Großfaktorrezeptor, der angegangen wird. Der blockiert wird, damit der Tumor nicht weiter wachsen kann. Während bei den Checkpoint-Inhibitoren werden bestimmte zentrale Signalstoffwechselwege aufgesucht und die werden blockiert und alle danach geschalteten Stoffwechselwege fallen dann aus. Zwei Beispiele hier im Kopfhalsbereich ist das Nivolumab als Monotherapie und das Pembrolizumab als Mono- als auch Kombinationstherapie mit den oben genannten Chemotherapien sehr gerne verwendet und auch sehr wirksam bei den Patienten. Und dadurch ist die Überlebenswahrscheinlichkeit in dem palliativen metastasiert rezidivierten Setting oder deutlich gestiegen von initial mal 4 bis 6 Monate ohne etwas zu tun bis auf letztendlich 15 bis 8 Monate mit den Checkpoint-Inhibitoren sind da gute Werte erreicht worden, was wir früher nicht hatten. Und ein schönes Ergebnis für die Patienten ist letztendlich, in Einzelfällen werden dort auch Heilungen beschrieben, was ganz spannend ist und damit eine ganz neue Dimension erreicht hat. Wenn man mit Therapien spricht, sollte man auch immer darüber reden, was ist wichtig und was kann man machen, was kann man prophylaktisch tun. Und hier gibt es auch danach ein paar spannende Sachen. Zunächst einmal prophylaktisch nehmen Sie gerade auch die Impfung gegen HPV, gegen das humane Papillomavirus, da in Deutschland ja für junge Mädchen bis 14 Jahren aktuell zugelassen. Das ist auf jeden Fall gut und sinnvoll, in der Regel in dem Alter 3 Impfungen. Aber auch darüber hinaus, man sagt mal, soll komplett impfen vor dem ersten Geschlechtsverkehr, spätestens vor dem 17. Lebensjahr. Dazu muss man sagen, dass das sicherlich die konkret beste Ansprechrate gibt. Es gibt auch andere Länder, die Amerikaner beispielsweise, die bis zum 24. Lebensjahr machen. Auch Daten aus Australien, die sogar zeigen im Nachhinein, dass wenn man zum Beispiel einen Krebs hat beziehungsweise genitale Warzen hat, die man nicht wegbekommt und diese Patienten impft, dass selbst da noch eine Wirkung da ist. Wie das genau zu sehen ist, muss man eigentlich sicherlich noch in Studien untersuchen. Aber es gibt Einzelberichte, die zeigen, dass es sehr effizient ist. Und ich bin ein großer Freund von Impfungen, kann nur sagen, tun Sie es. Das hilft auf jeden Fall. Und Ihren Kindern hilft es das Recht. Die Kosten werden getragen von den Krankenkassen. Bei den erwachsenen Patienten ist das anders. Da müssen sie in der Regel selber zahlen. Oder man macht einen Antrag an die Krankenkassen, eine Bitte um Kostenübernahme. Und manchmal übernehmen dann die Krankenkassen auch das. Nachsorgerehabilitation ist ein großer Punkt, der jetzt ja gleich drankommt. Ich möchte nur hier ganz kurz einmal darauf Bezug nehmen, dass bewusst ernähren ist das häufigste, wenn man sich das anguckt. Viele der Krebsarten entstehen eben durch schlechte Ernährung, Mangelbewegung oder auch Rauchen, Trinken oder ähnliche Sachen, die wir so im Leben tun. Regelmäßig bewegen hilft sehr gut. Selbst wenn man Krebserkrankungen hat, weiß man, dass Patienten, die sich regelmäßig bewegen, besser überlegen. Ja, Dehnübungen sollte man machen, gerade damit die Muskulatur des Halses und der Schober- und Schultermuskulatur nicht verspannt oder nicht zu hart wird und sie noch beweglich bleiben. Lymphdrainagen sind in dem Fall wichtig, gezielte Entspannung und dann natürlich Abstinenz von Nikotin und Alkohol. Und nehmen Sie Nachsorgeuntersuchungen wahr und nutzen Sie die Chance, das zu machen. Und wir sind natürlich auch gerne für und nach der Behandlung für Sie da und bieten das im Rahmen unserer Tumornachsorge in der professionellen Tumorsprechstunde an, wo wir entsprechende Therapeuten auf dem gesamten Gebiet auch vor Ort haben, bis hin zur psychologischen Mitbetreuung. Ein kleines Wort noch zu Selbsthilfegruppen, die bei uns integriert sind, integraler Bestandteil sind der Therapie, auch vor Therapien schon, wo die Patienten, wenn sie das möchten, mit den Selbsthilfegruppen sprechen können. Die kommen in der Regel dann zu uns in die Klinik beziehungsweise zu den Patienten sogar nach Hause. Hier sind vor allen Dingen einmal der Bundesverband der Kehlkopfoperierten zu nennen, in Hamburg sehr stark vertreten in Regionalverbänden oder Bezirksverbänden letztendlich, ja. Dann gibt es das sogenannte MUND, auch eine Selbsthilfegruppe, die in Hamburg vorhanden ist. Es gibt dann darüber das KISS. KISS ist eine übergeordnete Institution, also eine Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen, wo man sich als Patient auch informieren kann. Nummer steht hier, rufen Sie an und dann kriegen Sie eine Selbsthilfegruppe vermittelt. Wir haben bei uns eine Besonderheit an der Klinik. Wir haben eine eigene Selbsthilfegruppe für den Mund-Rachenkrebs, was ich initial ja schon sagte, dass das häufig vor uns vorkommt. Das ist einer der häufigsten Krebsarten, die wir hier behandeln. Und da können Sie auch Kontakte über das Sekretariat von uns oder für uns bekommen.
Darüber hinaus gibt es natürlich interprofessionelle und auch schon bekannte Gesellschaften wie die Krebsgesellschaft, die Deutsche Krebsgesellschaft in Hamburg als Landesverband auch vertreten, die sehr gut ausgibt, Auskunftsarbeit geht, über heute andere Sachen wie Tumorstiftung, Onkozert, Arztauskunft, Krebshilfe, alle diese sehen, bitte wenden sich gerne an die oder an uns. Wir vermitteln Ihnen das auch gern und schaffen den Kontakte. Es ist häufig sehr gut, das ist das, was Patienten zurückspielen, wenn man schon zur Therapie beginnt, sich beraten lässt und hört, was man, wenn man das dann kann. Manche Patienten wollen es auch nicht, weil sie nicht wissen wollen, wie es weitergeht. Andere sagen, nein, ich möchte das gerne wissen. Das ist natürlich auch in Abhängigkeit der Verarbeitung der Erkrankung für jeden Menschen unterschiedlich. Zu guter Letzt möchte ich sagen, wir sind in Hamburg als Tumorzentrum, was gibt es Tumorzentrum, organisiert bei 7 Standorte, halten damit im Prinzip alle wichtigen Erkrankungen bzw. Behandlungsdisziplinen vor und tauschen uns da auch entsprechend aus, sodass Sie für jede Ihrer Erkrankungen eben eine entsprechende Behandlungsmodalität in unseren Häusern finden. Ich komme aus St. Georg in der Mitte, Herr Koch kommt gleich aus Altona und wird gleich fortführen. Bitte nutzen Sie das, melden Sie sich bei uns, wir helfen Ihnen gerne und berichten darüber. Wenn Sie weitere Fragen haben oder auch weitere Informationen wollen, finden Sie auf unseren YouTube-Kanälen entsprechende Videos oder auch Interviews, die wir gegeben haben. Hier einige Beispiele zu nennen, die Sie ja mit dem QR-Code vom Bildschirm runter fotografieren können. Und ich würde mich freuen, wenn Fragen bestünden und Sie die stellen würden, jetzt oder auch später. Damit bin ich am Ende meines Vortrags angekommen und würde mich freuen, wenn Sie Fragen hätten. So wie ich das sehe im Chat, bisher noch nichts. Gibt es Fragen von Ihrer Seite? Wir hatten extra ein bisschen Zeit gelassen, damit Sie Fragen stellen können. Sie können sich jederzeit an uns wenden. Wir haben in St. Georg jeden Tag eine Tumorsprechstunde, die wir anbieten, Kopf- und Hals- und Tumorsprechstunde. Das gibt es in Altona sicherlich auch, wenn Sie gleich bestimmt auch nochmal hören. Gerne kommen Sie zu uns, lassen sich beraten, auch im Sinne von Zweitmeinung. Das ist üblich in dem Bereich und alle unsere Patienten sind standardisiert über Tumorkonferenzen beschieden und besprochen, auch interdisziplinär, sodass Sie auch hier in Abhängigkeit von Ihrer individuellen Situation eine maßgeschneiderte Therapie Ihnen anbieten können. Vielen Dank.
Herzlich willkommen, sehr verehrte Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie auch zum zweiten Teil unserer heutigen Veranstaltung aus der Asklepios Klinik Altona eingeschaltet haben. Wir sind Teil der Make Sense Campaign der Europäischen Kopf-Hals-Gesellschaft, die im Rahmen einer Aktionswoche auf Kopf-Hals-Tumore aufmerksam machen möchte und Betroffene und Angehörige von Betroffenen helfen möchte, mit dieser Diagnose Kopf-Hals-Tumor besser umzugehen. Mein Thema des heutigen Beitrags ist die Nachsorge und die Rehabilitation nach Kopf-Hals-Tumoren, nachdem Sie von Professor Meyer ja schon über die Diagnostik und Therapie was gehört haben. Man muss sagen, dass auch Diagnostik und Therapie nichts sind im Endeffekt, wenn nicht eine vernünftige Nachsorge und Rehabilitation nach der Akuttherapie stattfindet. Es gibt keine Interessenkonflikte und dann steigen wir sofort ein. Nochmal ein kurzer Reminder, wo befinden wir uns denn, wenn wir über die Tumore der Kopf-Hals-Region sprechen? Das betrifft die Nase, den Nasenrachen, die Mundhöhle, den mittleren Schlund, den Kehlkopf und den tieferen Schlund bis zum Eingang zur Speiseröhre. Hier nochmal in der Frontalansicht, das Zungenbein, der Kehlkopf, die obere Luftröhre bis zum Eingang in den oberen Brustkorb. Ebenso betroffen können sein Lymphknoten in der Halsregion oder auch die Ohrspeicheldrüsen und Unterkieferspeicheldrüsen. Wir haben ganz viele kleine Speicheldrüsen auf der Mundschleimhaut. Das sind alles Gewebearten, die letztlich einen Tumor ausbilden können. Ebenfalls auch die Haut im Kopf-Gesichtsbereich. Hier habe ich ein paar Beispiele zusammengesucht von den letzten Befunden, die wir hier so behandelt haben. Das ist jeweils ein Blick auf die Stimmlippenebene am Kehlkopf. Hier haben wir ein Tumorwachstum im hinteren Bereich der Stimmlippen. Hier ist die eine Stimmlippe vollständig tumorös ummauert. Diese Patienten kamen mit einer Heiserkeit und Schluckbeschwerden. Das war letztlich eine Blickdiagnose, dass hier was nicht stimmt. Ein anderer Patient, der liegt auf dem Rücken. Wir schauen in die Mundhöhle hinein und dann sieht man, dass das Zäpfchen und der weiche Gaumen auch tumorös verändert ist. Hier nochmal ein Patient, der im hinteren Anteil oberhalb des Kehlkopfes ein Geschwulst ausgebildet hat. Das haben wir dann schlussendlich mit Hilfe unseres Operationsroboters, dem Da Vinci, vollständig entfernen können. Warum zeige ich Ihnen diese Bilder? Haben ja eigentlich mit der Nachsorge nichts zu tun, mit der Rehabilitation, aber ich zeige sie Ihnen, damit Sie verstehen, welche ungemein hohe Bedeutung diese Strukturen in Ihrem täglichen Leben haben können, wenn Sie da einen postoperativen Defekt erleiden nach Tumortherapie. Nämlich es kommt zu einem Funktionsverlust. Im Bereich des Kehlkopfes ist es vornehmlich die Stimmbildung. Also Sie haben vorübergehend dann womöglich keine oder nur eine sehr schwache Stimme, sehr heisere Stimme. Eventuell ist der Atemweg so geschwollen, dass Sie keine Luft kriegen könnten, sodass man vorsorglichen Luftröhrenschnitt anlegen müsste. Wenn man größere Defekte im Mund-Rachen-Raum durch die Operation erwirkt, kann es sein, dass die Schluckfunktion stark gestört ist, dass Ihnen Speise und Flüssigkeit über die Nase nach außen läuft oder Sie es gar nicht schaffen, überhaupt richtig zu schlucken, das Essen nicht runtergeht oder das Essen womöglich in der falschen Röhre landet und Sie einen starken Hustenreiz ausbilden. Kleinere Tumore werden meistens rein chirurgisch oder durch Strahlentherapie behandelt. Größere Tumore bekommen eine multimodale Therapie, so sagt man, Operation plus Strahlentherapie oder vielleicht sogar kombinierte Strahlen- und Chemotherapie. Das beschließen wir zusammen mit den anderen Fachleuten aus der Onkologie, Strahlentherapie in der interdisziplinären Tumorkonferenz, ist individuell auf den Patienten zugeschnitten. In jedem Falle ist es leider so, dass es zumindest vorübergehend zu einem Funktionsverlust oder zur Funktionseinschränkung mit einer Minderung der Lebensqualität einhergeht. In diesen sauren Apfel muss man beißen, wenn man eine Heilung erwirken möchte. Die Einschränkungen können, wie ich schon sagte, die Stimmbildung betreffen, können die Schluckfähigkeit betreffen. Es kann auch Bewegungseinschränkungen im Kopf-Hals-Bereich geben, weil die Lymphknoten am Hals mit entfernt werden müssen. Da verlaufen wichtige Nerven für die Schulterhebung, die Kopfwendung. Da kann es zu Einschränkungen kommen.
Viele Patienten haben zunächst nach den Operationen Schmerzen, weswegen sie eigentlich intensiv schmerztherapeutisch behandelt werden müssten. Es könnte auch zu Verlust von Zähnen kommen, was wiederum Probleme beim Essen bereitet. Neben den funktionell-somatischen Problemen ist man natürlich nach so einer Krebsdiagnose erstmal von den Socken. Psychisch ist das wahnsinnig belastend. Man lebt sein Leben Tag ein, Tag aus, es funktioniert alles und plötzlich kriegt man dann diese Diagnose, das fegt einem die Beine vom Boden. In Deutschland betrifft das ungefähr 480.000 Menschen jedes Jahr, also es ist keine Seltenheit, aber jeder Einzelne muss, glaube ich, schwer kämpfen, um das zu verarbeiten. Es ist eine absolute Disruption des bisherigen Lebens, es verdeutlicht den Patienten, welche Verletzlichkeit sie eigentlich haben und es fördert Ängste, ja vielleicht sogar Todesängste. Wie geht mein Leben weiter? Wie kann ich meine bisherige Rolle in meinem Leben überhaupt weiter erfüllen? Es sind Ängste vor dem Wiederauftreten der Krebserkrankung, Ängste, die Rollen zu verlieren. Die Mama war immer so stark, die hat das alles gewuppt oder der Vater oder der Opa, der war nie krank und plötzlich ändert sich das. Studien haben ergeben, dass neben den Patientinnen mit Brustkrebs die Patienten für Kopf-Hals-Tumore die höchste Rate an psychischen Begleiterkrankungen haben im Vergleich zu allen anderen Tumorgruppen. Und was eigentlich das Bedrohliche noch dabei ist, dass nur ein ganz geringer Bruchteil dieser betroffenen Patienten überhaupt professionelle Hilfe in Anspruch nehmen, um diese Krebsdiagnose zu verarbeiten. Was bedeutet das sozial, eine Krebsdiagnose, wenn man vielleicht ohnehin jetzt nicht optimal aufgestellt war mit einer großen Familie, mit einem eng verknüpften Freundeskreis, mit einem sehr gut situierten Beruf, dann drohen womöglich Vereinsamung, soziale Isolation. Es ist zumindest eine vorübergehende Erwerbsunfähigkeit zu erwarten, eventuell sogar dann drohende Arbeitslosigkeit. Auch hier wieder die Tumoren der Kopf-Hals-Patienten. Das führt häufig zu einer Langzeitarbeitslosigkeit. Viele müssen früh berentet werden. Das wiederum führt zu Frustration, Depression, eine Suchtproblematik, die vielleicht vorher auch schon bestand und möglicherweise Teil der Erkrankung war, wird dadurch eher verschlechtert. Also es ist ein Teufelskreis, der sich da auftut und den man möglichst versuchen sollte zu umgehen. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Das war letztlich Vorgeplänkel, um zu verstehen, warum diese Punkte Rehabilitation und Nachsorge überhaupt so wichtig sind. Man unterscheidet in der Rehabilitation drei Phasen. Die präoperative Phase, also man kriegt die Diagnose mitgeteilt, nachdem aufgefallen war, meistens beim niedergelassenen Kollegen, dass irgendwas nicht stimmt. Der verweist ins Krankenhaus, dort wird eine Untersuchung gemacht. Die Untersuchung ist in unserem Falle meistens eine Probeentnahme aus dem betroffenen Gewebe. Und hier zeigt sich dann der Pathologie, dass es ein Krebs ist. Dann wird geplant, welche Art der Therapie ist für Sie die maßgeschneiderte, wo haben Sie die größte Chance zu überleben und auch nicht nur zu überleben, sondern eine vernünftige Lebensqualität zu haben. Dann die direkt postoperative Phase ist auch noch im stationären Setting. Man wird versuchen, zunächst mit Ihnen die Grundfunktionen, das Schlucken, das Sprechen, die Beweglichkeit, die Stärkung des Herz-Kreislauf-Systems wieder anzuschieben. Dazu haben wir in den Krankenhäusern Logopäden, Physiotherapeuten. Und dann kommt meistens nochmal ein harter Cut, wenn es heißt so, morgen können Sie nach Hause. Es sieht sehr gut aus. Viele freuen sich und im nächsten Moment haben sie große Angst, weil zu Hause ist das alte Leben und häufig keiner, der ihnen so richtig hilft. Und die Verantwortung lastet dann allein auf den Schultern des Patienten. Insofern muss das gut vorbereitet sein. Wir befragen unsere Patienten immer, in welchem sozialen Umfeld sie aufgehoben sind, ob es noch Partner gibt, ob es Kinder gibt, Freunde, die man mit ins Boot holen kann. Es ist eminent wichtig, eine gute Unterstützung und Netzwerk zu haben. Wir beziehen natürlich auch die niedergelassenen Kollegen ein, vornehmlich die HNO-Ärzte, aber auch die Hausärzte oder die Ärzte des Vertrauens der Patienten, Onkologen, Strahlentherapeuten, wie auch immer, dass die wissen, aha, mein Patient ist jetzt wieder zu Hause und auf den muss ich ein besonderes Augenmerk legen.
Anschließend kommt es häufig noch zu einer adjuvanten Therapie, das heißt, muss bestrahlt werden oder vielleicht eine Strahlenchemotherapie verabreicht werden, sodass eine direkte Anschlussheilbehandlung aus dem stationären Setting heraus häufig nicht funktioniert. Dann sollte man im Hinterkopf haben, dass die Möglichkeit einer Rehabilitationsmaßnahme zeitversetzt zum stationären Aufenthalt immer noch möglich ist. Mit dem Ende der Akutbehandlung, das ist eigentlich der prägende Satz, ist es noch lange nicht vorbei. Ja, dann geht es wirklich darum, aus dem, was man noch hat, das Allerbeste zu machen. Und da muss jeder Patient sich selbst am Schopfe hochziehen aus dem Sumpf und gucken, dass er die Hilfe bekommt und dass er diesen harten Kampf, den er gefochten hat, dass der auch wirklich Sinn gemacht hat, weil er sich ein Leben ermöglicht mit einer Lebensqualität. Man muss diese Veränderung annehmen. Gewisse Funktionen werden trotz Rehabilitation nicht wiederkommen. Wenn der Kehlkopf weg ist, dann ist auch die Stimmbildung, so wie man sie vorher kannte, ist passé. Das wird nicht wiederkommen, aber es gibt Möglichkeiten, Ersatzstimmen zum Beispiel zu erlernen. Und wenn man die Veränderung angenommen hat, dann gilt es, Kopf und Körper wieder ins Gleichgewicht zu bringen, um mutig voranzuschreiten und aus den Jahren, Monaten, Jahren, Tagen, die man hat, das Beste zu machen. Was bedeutet denn Rehabilitation? Also die Wiederherstellung, ein lateinisches Wort. Frühphase habe ich schon gesagt, Mobilisation, Physiotherapie, Lymphdrainage, Logopädie, frühes Gewöhnen und auch an das Management des Kanülenwechsels. Manche Patienten müssen zumindest vorübergehend eine Bauchdeckensonde haben, damit sie ernährt werden können, weil das Schlucken auf herkömmlichem Wege erstmal noch nicht so gut funktioniert. Das muss erlernt werden. Wir haben hier eine psycho-onkologische Betreuung im Haus. Bieten wir jedem Patienten an, der betroffen ist, ob er mit der Kollegin sprechen möchte. Und das kann ich nur jedem empfehlen, weil es in der Bewältigung der Erkrankung Riesenvorteile hat. Wir bitten die Kollegen der Ernährungsberatung mit hinzu und haben natürlich auch Schmerztherapeuten an Bord, die die entstehenden Schmerzen möglichst gut abpuffern können. Ne? Im Hintergrund läuft der Sozialdienst und das Entlassmanagement. Die gucken, in welchem sozialen Umfeld befindet sich der Patient, wie kann man ihn verantwortungsbewusst vielleicht nach Hause lassen oder müssen wir zumindest vorübergehend eine Art von Pflegeeinrichtungen organisieren, dass die Übergangszeit gut überbrückt ist. Ich sagte schon, Anschlussheilbehandlung, das gilt für die Patienten, die vom Akutkrankenhausaufenthalt eigentlich direkt in eine Reha gehen können. Das wird noch hier stationär angeschoben, sollte dann spätestens 2 Wochen nach Entlassung beginnen. Das ist für Patienten eben empfehlenswert, die jetzt keine Strahlen- oder Chemotherapie benötigen. Die kann stationär, teilstationär oder ambulant durchgeführt werden und fördert die physische und psychische Vorbereitung auf den Alltag und die Wiedereingliederung ins Berufsleben letztlich. Die Reha-Maßnahme ist ganz ähnlich, allerdings beginnt sie eben erst deutlich später nach Entlassung. Eine Chemo- oder Strahlentherapie kann zwischendurch stattfinden. Sinn und Zweck der Therapie ist dasselbe. Man möchte die Patienten wieder möglichst funktionsfähig bekommen. Diese Rehabilitation endet auch nicht mit einer Reha-Maßnahme. Das ist etwas, was Sie dann auch selbst noch fortführen sollten. Es gibt ja genug niedergelassene Therapeuten, Logopäden, Ernährungsberater, Schmerztherapeuten, Physiotherapeuten. Da kommt es auch darauf an, dass man in Zusammenarbeit mit der Klinik, der Strahlenonkologie, dem Onkologen, dem niedergelassenen HNO-Arzt dafür sorgt, dass man an die richtigen Positionen kommt, dass man Rezepte ausgestellt bekommt und dann eben ambulant solche Reha-Maßnahmen fortführt. Das Schlucken ist nicht innerhalb von 2 Wochen häufig wieder erlernt, sondern es ist ein Prozess, der länger dauert. Und es ist auch gut, bei verschiedenen Behandlern zu sein, die einen unterstützen und einem gut zureden und die Motivation letztlich fördern, dass man bei der Stange bleibt. Jetzt nochmal weg von der Rehabilitation zur Nachsorge, die auch eine sehr wichtige Säule der Gesamttherapie der Kopfhalstumore ausmacht. Es ist leider so, dass ca. 20-30% unserer Patienten ein
Residiv entwickeln. Das heißt, nach erfolgter Therapie wird festgestellt, der Tumor ist vollständig entfernt. Es erfolgt vielleicht noch eine Strahlen- oder Strahlenchemotherapie. Und dennoch entwickeln die Patienten innerhalb der ersten 5 Jahre, aber insbesondere innerhalb der ersten 2 Jahre, ein Wiederauftreten des Tumors in direkter Nachbarschaft oder an der Stelle, wo er gewachsen war. Weitere 20-30% haben leider das Pech, dass sich ein Zweitumor bildet an anderer Stelle. Durch Rauchen und Alkohol beispielsweise werden diese Tumoren ausgelöst und das betrifft natürlich nicht nur einen kleinen Bereich in der Mundhöhle, sondern der Rauch und auch der Alkohol gehen über die gesamten oberen Atem- und Speisewege hinweg, sodass es eben simultan oder kurzzeitversetzt auch noch Tumore anderer Stellen geben kann. Wenn Sie bei uns therapiert wurden, dann erarbeiten wir mit Ihnen ein gemeinsames Nachsorgekonzept. Das sieht vor, dass Sie nach Entlassung, falls Sie bestrahlt werden, zur Hälfte der Strahlentherapie oder am Ende der Strahlentherapie sich einmal in unserer HNO-Ambulanz vorstellen und wir mit Ihnen erstmal ein Gespräch führen. Wie geht es Ihnen? Wie ist der Allgemeinzustand? Was können Sie schon? Wo hapert es noch? Wir fragen ab, wie ist die Sprech- und Schluckfunktion? Wie sind die sonstigen körperlich funktionellen Einschränkungen? Haben Sie Schmerzen? Wie funktioniert es mit der Ernährung? Was macht die Lebensqualität? Wie sind Sie psychisch drauf? Haben Sie Mut oder sind Sie depressiv? Und funktioniert es mit Ihrem psychosozialen Umfeld, Wiedereingliederung, dem Beruf womöglich? Die Tumoren haben individuell ein Nachsorgeprogramm, je nachdem, wie aggressiv der Tumor ist und wie wir die Rezidivhäufigkeit oder Chance einordnen. Bei sehr großen Tumoren mit vielen Lymphknotenmetastasen muss man noch genauer hinschauen als bei kleineren Tumoren, die man vollständig allein durch die Operation schon heilen konnte. Wir schauen ganz genau hin, deshalb auch das Mikroskop. Es wird ein vollständiger HNO-Status erhoben. Wir endoskopieren mit dem kleinen Schlauch durch die Nase die einzelnen Etagen des Atem- und Speisewegetrakts, soweit wir schauen können, solange der Patient wach ist. Wir machen Ultraschall von den Halsweichteilen, um zu sehen, ob es da Lymphknoten gibt, die irgendwie wieder verdächtig sind auf Lymphknotenmetastase oder eine Entzündung. Wir prüfen die Schluck- und Sprechfunktion. Und dann individuell, wenn ein Tracheostoma besteht, wird natürlich geguckt, wie funktioniert die Tracheostoma- und Kanülenpflege. Wenn eine Bauchdeckensonde vorliegt, dann schauen wir uns auch da die Einstichstelle an und wie gut ist das verheilt und gepflegt. Ne? Bei Patienten nach Laryngektomie, also Kehlkopfentfernung, wird kontrolliert, ob die Stimmprothese gut sitzt, ob da alles in Ordnung ist. Und natürlich gehen wir auf jede individuelle Fragestellung der Patienten ein. Die Nachsorgeintervalle nach der Akutphase sind in den ersten 2 Jahren alle 3 Monate, wobei wir da auch im Wechsel immer gerne den niedergelassenen HNO-Arzt, der eine ganz wichtige Rolle spielt, mit ins Boot holen, bitten, dass er auch nochmal schaut. Der ist sehr wohnortnah und häufig unkompliziert zu erreichen. Ab dem 3. bis zum 5. Jahr ist der Turnus alle 6 Monate. Davon gibt es immer Abweichungen, wenn womöglich irgendeine Auffälligkeit ist, die wir kurzfristig nachkontrollieren wollen. Nach dem 5. Jahr fallen die Patienten offiziell aus der Tumornachsorge, zumindest für diesen Krebs, raus. Auch da gibt es individuelle Absprachen und ich empfehle jedem, dass er, auch wenn er nicht mehr in die Klinik kommt, dann zumindest zu seinem niedergelassenen HNO-Arzt geht, um sich dort nachsorgen zu lassen. Bildgebungen sind auch wichtig, weil wir ja auch unter der Oberfläche Tumore oder Rezidive erleiden können, die wir an der Oberfläche zunächst nicht sehen. Und es geht darum, dass wir, wenn es zu einem Rezidiv kommt, das möglichst früh entdecken, um es mit kleinem Aufwand, geringem Schaden auch wieder vollständig entfernen zu können. Das heißt, Schnittbildgebung wird erstmalig, falls es eine Strahlentherapie gab, dann nach 12 Wochen angestrengt. Das ist meistens ein Kernspin vom Hals und ein Computertomogramm von der Lunge. Ansonsten empfehlen wir in der regulären Nachsorge mindestens einmal im Jahr eine Schnittbildgebung, entweder MRT oder CT vom Hals und ein Computertomogramm vom Oberkörper.
Als Betroffene von diesen Tumoren haben Sie jetzt gekämpft, Ihre ganze Familie, das Umfeld hat mitgemacht und jetzt heißt es, ja, Sie sind geheilt, gehen Sie nach Hause, freuen sich des Lebens. Aber so einfach ist es nicht. Aber Sie müssen sich immer ins Bewusstsein rufen, das alles hat eigentlich nur Sinn, wenn Sie nachher einen Zustand erreichen, mit dem Sie so zufrieden sein können, dass Sie sagen können, ich habe noch eine Lebensqualität. Wenn das für Sie eigentlich gar kein lebenswertes Leben mehr ist, dann hat das vorher keinen Sinn gehabt. Dementsprechend prüfen Sie sich selber, können Sie essen, trinken, was kann ich denn verbessern womöglich, wie funktioniert es mit dem Sprechen, geht es nicht mit der Stimmprothese, dann versuchen Sie nochmal einen Anlauf zu nehmen, wechseln Sie vielleicht mal den Logopäden oder kommen Sie nochmal zu uns, dass wir die Prothese wechseln. Haben Sie vielleicht überschießenden Speichelfluss, darunter leiden leider auch viele Patienten, der Ihnen unkontrolliert aus dem Mund rausläuft, kommen Sie zu uns, wir können speichelhemmende Medikamente verabreichen, wir können Ihnen auch Botox in die Speicheldrüsen spritzen. Geschmack, Geruch, versuchen Sie sich was Tolles zu kochen oder Ihre Frau oder Angehörige, probieren Sie doch, ob Sie nicht doch was schmecken oder riechen. Sexualleben ist so fast ein Tabuthema, wird nie besprochen, ist aber sicher extrem wichtig, weil man ja wieder zurück will in eine gewisse Normalität. Auch da sollte man sich mit dem Partner aussprechen und überlegen, was für Möglichkeiten gibt es. Ne? Allgemein körperliche Leistungsfähigkeit ist auch jeder dazu aufgerufen. Gesunde Lebensweise, gesunde Ernährung, vitaminreich, ausreichende Bewegungen, vor allem an der frischen Luft. Ich habe hier jetzt ein Beispiel eines Patienten, der bei uns eine Kehlkopfentfernung bekommen musste, weil er dann ausgedehnten Krebs hatte. Und das ist ein Beispielvideo für Sie, um zu sehen, dass man auch ohne Kehlkopf noch eine schöne Stimmbildung haben kann und wieder voll im Leben stehen kann. Ich habe sehr schlecht Luft bekommen. Bin daraufhin zum Arzt. Nach einem MRT hat man einen Tumor gesehen, der die Luftröhre abgedrückt hat. Daraufhin bin ich ins Krankenhaus und der Tumor wurde entfernt am 3. Juli. Genau, ich ergänze das noch. Also der Tumor, der saß im Bereich des Kehlkopfes. Der Kehlkopf war schon so weit ummauert und wachsen, dass die einzige Möglichkeit, den Tumor loszuwerden, darin bestand, dass man den Kehlkopf entfernt hat. Das war im Juli diesen Jahres. Am 3. Juli 2020. Wie ging es dann weiter? Ab wann durften Sie diese Stimmprothese verwenden? Die Stimmprothese wurde gleich bei der Operation. Die letzten 10 Tage nach der Operation habe ich Operation gegessen, noch gesprochen. Also es gab Nahrung durch die Nase. Und der Rest war im Schweigen. Und der Rest nach 10 Tagen. Wurde nach 10 Tagen breites, Wann ist die beendet worden? Bis Montag, den 21. September. Montag, den 21. September beendet worden. Wie geht es? Ja, ich glaube, wir können uns hier rausschalten. Das Wesentliche haben Sie erfahren. Also dieser Patient hat keinen Kehlkopf mehr, kann sich aber mit mir, wie ich finde, fast normal unterhalten. Die Stimme ist relativ monoton, aber sie ist gut verständlich. Er kann mehrere Wörter nacheinander sprechen, ohne dass er ständig absetzen muss. Und es ist vor allen Dingen nicht diese, wovor ja viele Angst haben, diese Roboterstimme mit diesem Stimmgenerator. Also das
gibt es auch noch manchmal, aber ist eher eine Sache der Vergangenheit. Und was der Patient sehr schön geschildert ist, hat, also die ersten 10 Tage direkt nach der Operation konnte er nicht so wahnsinnig viel machen, er durfte auch nichts essen und trinken. Als man dann gesehen hat, dass es alles gut verheilt, das ist eine Standardzeitspanne, die wir immer einhalten nach den Kehlkopfentfernungen, dann wurde er langsam wieder rangeführt an das Essen und Trinken und vor allen Dingen an die Benutzung dieser Stimmprothese. Und als er dann bei uns das Krankenhaus verlassen hat, nach circa 14 Tagen, konnte er wieder sich selbst ernähren und er konnte sich gut verständlich machen, sodass er auch für das Leben dann draußen bei sich zu Hause letztlich wiederhergestellt war. Ne? Dann habe ich noch ein zweites Video. Das ist ebenfalls eine Patientin, die bei uns behandelt wurde. Die hatte ein sehr hochsitzendes Karzinom der Speiseröhre. Und bei ihr mussten wir auch den Kehlkopf und die dahinterliegende obere Speiseröhre mit entfernen. Und weil dann eine Lücke zwischen dem oberen Schlund und der Speiseröhre entstanden ist, haben wir aus einem Stück Dünndarm eine Überbrückung letztlich gebaut. Das heißt, sie hat nach dem oberen Schlund ein Stück Dünndarm und dann geht es in die Speiseröhre über. Dieses Stück Dünndarm wurde mit Gefäßen an die Halsgefäße angeschlossen und dient dann seitdem als ihr neuer Schlund. Also kein Kehlkopf mehr und dieses Dünndarm-Interponat. Und jetzt können wir mal sehen, was sie macht. Alles gut. Also das ist verrückt. Ne? Die hat einen Luftröhrenschnitt. Wenn hier vorne das Röhrchen abgeht, dann wird sie sofort ertrinken, weil ihr das Wasser hier in die Lunge reinläuft. Aber ich nenne das ist jetzt nichts für jedermann, ne? Aber das ist ein Beispiel dafür, wie toll eine Rehabilitation funktionieren kann. Und das sollte jedem Mut geben, dem sowas bevorsteht oder vielleicht schon ergangen ist. Es gibt tolle Möglichkeiten und Wege. Letztlich hat sie einen passgenauen Aufsatz hier gebaut bekommen, der den Luftröhrenschnitt luftdicht, wasserdicht abschließt. Und über einen Schlauch in den Mund ist es ihr jetzt möglich, wenn sie tief einatmet, dann zieht sie die Luft über die Nase, über den Schlauch in ihre Lunge. Und beim Ausatmen geht er von der Lunge über den Schlauch, Mund, Nase wieder nach draußen. Die ist natürlich nicht sofort mit diesem Schlauch ins Becken gestiegen, sondern hat das erstmal in sicherer Umgebung an Land geübt. Aber wie man sieht, jetzt kann sie brustschwimmen. Das war ihre große Leidenschaft und das Wichtigste für sie, das war eigentlich schon die erste Frage, bevor wir operiert haben, werde ich wieder schwimmen können? Und dann haben wir uns auf die Suche gemacht und haben tatsächlich Leute gefunden, die das üben mit Patienten, die Luftröhrenschnitte haben. So, also es gibt doch für viele Dinge einen Weg und man muss selbst natürlich auch Engagement haben, danach zu gucken. Ne? Wir in Altona bieten dreimal die Woche eine Tumornachsorge-Sprechstunde an. Das ist montags und donnerstags für Patienten, die hier in der Nähe wohnen, mittwochs für Patienten, die von weiter her kommen. Wir haben viele Patienten auch von Sylt beispielsweise oder Heide, die Ecke. Wir haben eine Sprechstunde für Patienten, die eine Schluckstörung haben. Wir haben eine Sprechstunde für Patienten, die einen Luftröhrenschnitt dauerhaft haben müssen oder eben nach Kehlkopfentfernung mit einer Stimmprothese leben. Und wir haben hier eine sehr nette logopädische Abteilung, die auch bei Bedarf mit ins Boot geholt werden kann für eine Beratung. Wenn Sie Fragen haben, wenn Fragen aufgetaucht sind, können wir jetzt im Chat vielleicht noch ein bisschen was klären. Ansonsten zögern Sie bitte nicht, sich an mich oder uns zu wenden. Telefonnummer von unserer Ambulanz eingeblendet und auch die von meiner E-Mail-Adresse. Vielleicht kann ich noch zu unserem Haus kurz was sagen, wurde ich hier gerade gefragt. Also wir operieren hier relativ viele oder behandeln sehr viele Kopf-Hals-Tumore in jeglicher Region, führen letztlich die Diagnostik, die Therapie und auch die Nachsorge durch. Wir haben die entsprechenden Berufsgruppen im Boot, die beteiligt sind, um
den Krankheitsverlauf und dann auch die Nachsorge auf höchstem Niveau durchzuführen. Die Erkrankung an sich ist schon schlimm genug und ich glaube, dann ist es uns eine Ehre, wenn wir unterstützend tätig sein können. Hier ist nochmal ein kurzes Bild von unserem Da Vinci-Roboter. Also auch in der HNO in Altona wird mithilfe des Roboters operiert. Wir nutzen die Mundhöhle, um an die Tumoren des oberen und tieferen Schlunds ranzukommen. Das ist sehr elegant, weil wir nicht durch den Hals operieren müssen und die Wunde dadurch ein bisschen kleiner wird. Jetzt bin ich am Ende mit meinem Vortrag. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und wir hören oder sehen uns bei Bedarf.